Es ist ja sehr wichtig, dass wir uns selbst lieben und wir haben das ja alle mal gelernt, aber oder gehört zumindest. Und es hängt ja damit zusammen, dass man sich auch schätzt mit dem, was man tut und mit dem, was man ist. Und natürlich auch weiß, dass man nur das verändern kann, wozu man einfach selber die Verantwortung übernimmt. Und ich kann nur mich selbst verändern. Ich habe es probiert bei anderen Leuten, glauben Sie es mir, es funktioniert nicht. Ich habe versucht, Ehemänner zu verändern, Liebhaber zu verändern, meine Tochter zu verändern und festgestellt, es ist nicht möglich. Was mir aber zurückgeblieben ist, ist immer noch, dass ich mir viel über andere Leute Sorgen mache. Und feststelle, dass ich in Gedanken dann dauernd über diese anderen Leute nachdenke. Und vor kurzem, Anfang dieses Jahres, habe ich wieder mal gemerkt, dass ich da wieder reinfalle. Und es ging mir so auf die Nerven, dass ich so wütend drüber war selber, dass ich das immer noch nicht losgeworden bin nach 20 Jahren spirituellen Trainings. Und habe mir gedacht, jetzt muss ich erstmal wirklich rausfinden, wie oft ich eigentlich über andere Leute nachdenke. Und dann habe ich mir so einen Klicker gekauft. Und das sind so Klicker, die haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Die benutzt man, wenn man zählen will, wie viele Leute zum Beispiel in eine große Veranstaltung kommen. Dann steht jemand da und zählt und drückt da drauf. Den kann man sich kaufen, habe ich übers Internet, hängt man sich so um den Hals. Und das habe ich getan und habe drauf geklickt, wie oft ich über diese eine Person nachdenke. Ich habe mir eine Person genommen und mir über ihre Situation Gedanken mache und Sorgen mache. Und habe da drauf geklickt. Das ist natürlich auch sehr witzig, weil die Leute einen natürlich fragen, was machen Sie mit diesem Klicker um den Hals? Und ich dann gesagt habe, ich kontrolliere meine Gedanken, ich will einfach mal wissen, wie oft ich über etwas nachdenke. Und am ersten Tag hatte ich 37 Mal über diese Person mir Sorgen gemacht und festgestellt, dass mich das nicht weiterbringt, aber es hat mir geholfen, dass ich es erst einmal erkenne, was ich überhaupt denke, weil sonst läuft es so mit. Und dann habe ich es später runter reduziert, indem ich zwar erkannt habe, ich denke darüber nach, aber nicht weiter darüber nachgedacht habe. Weil wir denken ja immer wieder dasselbe. Und da gibt es einen roten Knopf, den gab es, den Klicker, den ich gekauft habe, gibt es einen schwarzen Knopf für die Gedanken und den roten, um es zu löschen. Und immer, wenn ich schnell wieder weg war, also nur einmal kurz gedacht habe, dann habe ich gedacht, Gottes Segen auf deinem Weg. Und dann habe ich den anderen Knopf gedrückt. Und dann habe ich gemerkt, ich werde diese Gedanken los. Und das ist ein Training, das wir eben alle machen. Oder jeder von uns versucht ja auf seine Art und Weise, sich zu verbessern und zu verändern. Das ist meine und mir hat es geholfen. Vielleicht hilft es Ihnen. Ich glaube, dass wir uns entweder für ein bewusstes oder für ein unbewusstes Leben entscheiden. Ein bewusstes Leben bedeutet, dass ich weiß, was ich tue, warum ich es tue, was ich denke, wo meine Gefühle herkommen, warum ich fühle, was ich fühle. Das ist ja auch Teil des spirituellen Lebens, dass man sich bewusst wird, wer bin ich, was mache ich, warum mache ich es. Und bestimmte Übungen sind dazu da, mich einfach besser zu erkennen. Früher zum Beispiel sind Sachen mir passiert. Ich hatte damit aktiv nichts zu tun. Jemand war schuld und ich war das arme, unschuldige Mädel, das eigentlich nur nett sein wollte. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich Verantwortung übernehmen kann. Ich kann Ja oder Nein sagen. Ich kann das tun oder das nicht tun. Ich kann die Wahrheit sagen, authentisch sein. Zum Beispiel ist mir eine Sache aufgefallen. Ich habe als junges Mädchen sehr früh gelernt, dass Loyalität eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Und ich habe mich auch immer sehr gepriesen darüber, dass ich loyal bin. Ich habe lange Freundschaften, alte, ich bin loyal zu Menschen. Und dann ist mir irgendwann einmal aufgefallen, ich bin überhaupt nicht loyal. Ich bin nämlich nicht loyal zu mir selber. Ich sage immer dann Nein, wenn ich eigentlich Ja sagen will oder dann Ja, wenn ich Nein sagen sollte. Ich verlasse mich nicht auf mich und bin nicht anständig mir gegenüber. Und das hat mich zutiefst erschüttert. Und doch hat es mir auch sehr viel Freude gemacht, weil ich plötzlich erkannt habe, Loyalität kann nur wirklich dann funktionieren, wenn ich in erster Linie mir gegenüber loyal ist. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, was oft verwechselt wird. Selbsterkenntnis, Egoismus. Selbsterkenntnis macht dein Herz auf. Egoismus macht dein Herz zu. Ich glaube, wir sind in der jetzigen Zeit, es ist eine Zeit, wo wir unseren Garten der Beziehungen anschauen. Passen unsere Freundschaften noch zu uns? Passt das, was wir uns umgeben haben, noch zu uns? Und es ist sehr wichtig, dass wir ernsthaft hingehen und sagen, bin ich das noch? Und dann auch, wenn einem eine Beziehung eben zu Ende ist, die auch loszulassen. Loslassen ist immer so ein furchtbares Wort. Ich habe schon so viel losgelassen und manchmal ist es nicht gegangen. Loslassen bedeutet einfach nur, dass man akzeptiert, was es ist. Und manche Freundschaften sind für eine bestimmte Weile da und dann eben nicht mehr. Und das ist der Unterschied, dann zu erkennen, dass man sich nicht im Streit trennen muss. Man muss nicht boshaft auseinandergehen. Man sagt einfach, deine Interessen und meine Interessen sind andere Interessen. Und wenn es nicht mehr zusammenpasst, passt es nicht mehr zusammen. Aber es kann auch später nochmal zusammengehen. Und in dieser heutigen Zeit sind wir da, um zu überprüfen,
passt es noch. Der Garten der Beziehungen.